Also als vier Menschen, die eben sehr Hip-Hop begeistert sind, war es uns immer schon ein Dorn im Auge, dass diese Musikrichtung, diese Kultur hierzulande, überhaupt in Europa oft nur skandalbehaftet eigentlich wahrgenommen wird, während wir und viele andere Enthusiastinnen und Enthusiasten das eigentlich als, ja, als Kunstform, als auch literarische Form lesen wollten. Und da haben wir die Idee geboren, ja, Songs, die eben sonst wirklich vielleicht nur den Klang wahrgenommen werden, weil man die Sprache wirklich als deutschsprachiger Mensch, der jetzt Englisch nicht so gut versteht, wirklich gar nicht entziffern kann, weil sie dann noch eben aus Atlanta kommt, wo die Leute ganz anders wieder reden, diese Sprache ein bisschen zu dekodieren, zu versuchen, verständlicher zu machen. Das war unser Ansatz. Ich hoffe, ja, es ist gelungen. Danke auf jeden Fall an Monika Engsberger und Martin Pieper bei FM4, die das Ganze von Anfang an unterstützt haben. Und ich bedanke mich persönlich bei meiner Frau Adia, die mich sehr viel auch im Verständnis dieses ganzen Themenkomplexes weitergebracht hat. Und auch den Rest der Familie, die mich sehr unterstützt haben. Danke, Mama. Ich würde gerne Marco Prokop danken. Ich würde gerne noch Robin Slama danken und all die anderen Menschen, die uns inspirieren und uns auch auf die eine oder andere Finte, die wir übersehen haben, aufmerksam machen. All die Insider und Insiderinnen, die uns mit ihrem Wissen und Gewissen zur Verfügung stellen. Stehen und Karl zu Dugel, Hot Young PB, FM4. Danke.